Werte Mietfreunde, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den Schritt zu gehen. Das ist mir für mich keine leichte Entscheidung gewesen. Aber ihr müsst bedenken, ich habe mein Leben ja hinter mir. Ne? Ich werd jetzt bald 50, ne? Und ich hatte ein langes, schönes Harzleben. Ne? Dafür bin ich auch dankbar. Aber ihr müsst bedenken, wenn jetzt zum Beispiel ein 13-jähriger Teenager vom Ertrinken gerettet werden kann. Ne? Das ist doch mehr wert. Der hat doch sein ganzes Leben noch vor mir. Ich habe doch mein Leben schon hinter mir. Ne? Das ist doch besser, dass meine Wohnung, mein Bett und so, mein Stuhl, dass ein junger Mensch, der sein Leben noch vor sich hat. Ne? Also ich finde Selbstmord ja auch nicht schön, aber wir leben ja in ganz besonderen Umständen, dass die Leute täglich im Mittelmeer ertrinken. Das müsst ihr euch ja mal bewusst machen. Die ertrinken doch. Und da ist es doch besser, wenn ich schweren Herzens mich umbringe, damit ein junger Mensch die Wohnung kriegt. Das ist irgendwie fair, ne? Dass wir Alten, also ich sage nicht, dass alte Leute sich umbringen sollen, ne? Aber wenn damit verhindert werden kann, dass ein Teenager ertrinkt, ne? Ihr müsst bedenken, wenn ich das nicht mache, dann ertrinkt ja ein Teenager. Ne? Der ertrinkt dann. Und der Ertrinkungstod ist schon bestialisch, das muss ich offen zugeben. Ne? Ihr müsst bedenken, dann ertrinkt ein Teenager, wenn ich das nicht mache. Und deshalb habe ich mich entschlossen, diesen Schritt zu wagen und mich umzubringen. Ne? Das ist nicht schön. Ne? Das verdanken wir rechtspopulistischen Politikern wie Horst Seehofer, dass sowas nötig ist. Ich hätte gern noch ein paar Jahre geharzt, nicht wahr? Gebe ich offen zu. Ne? Ist nicht. Ne? Das verdanken wir rechtspopulistischen Politikern wie Söder und Seehofer, dass das jetzt nicht möglich ist, ne? Für mich. Deshalb habe ich auch alles testamentarisch festlegen lassen. Meine Wohnung geht an einen 13-jährigen oder Teenager-Flüchtling nach meinem Ableben. Also nicht, dass ihr denkt, ich will was von dem. Also jetzt nicht, dass ihr mich in die Ecke schiebt, ne? Ich sage ein 13-Jähriger nicht, weil ich mit dem Sex will. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt so schmutzige Gedanken habt. Ich werde ja dann sowieso tot sein. Ne? So gesehen könnte ich mit ihm gar nicht mehr Sex haben. Also es ist so, ich werde mich heute umbringen und die Wohnung geht an einen Flüchtling, der sonst ertrinken würde, den ich damit also rette. Also ich will nicht, dass ihr mich als Helden bezeichnet. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, dass ihr mich groß anhimmelt für meine heroische Heldentat. Also darum geht es mir überhaupt nicht. Ne? Es geht mir darum, den zu retten. Ja? Der würde doch sonst ertrinken. Ne? Da gebe ich lieber meine Wohnung an den, dann kann der leben. Ist irgendwie für mich ganz einfach. Irgendwie sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Ne? Aber wir leben eben in sehr rechtspopulistischen Zeiten und der Rechtspopulismus ist den Leuten wichtiger, als Menschen vom Ertrinken zu retten. So sieht's doch aus.